Herzlich willkommen, liebe Freunde und Freundinnen, zu einem weiteren kleinen Video auf meinem beschaulichen Kanal Lederchens Gruselkiste. Ich bin Leder und heute komme ich wieder mit einer Review zu euch. Bleibt dran! Ja, wie schon im Vorwort erwähnt, meine lieben Freunde und Freundinnen, komme ich heute wieder mit einer Review zu euch, gell? Und ihr kennt mich ja mittlerweile, ich mache nicht lange rum. Ich zeige euch zuerst das Produkt an sich und dann gibt es ein paar Worte und meine Meinung und Kritik zu dem Film, gell? Der Film, um den es sich heute dreht, ist Das Tier, besser bekannt als The Howling, von Regisseur Joe Dante aus dem Jahre 1980, gell? Einer der Klassiker, ja, des Werwolf-Streifens. Und ich zeige euch jetzt zuerst das Produkt und dann geht's weiter. Hier habt ihr die Vorderseite. So sieht die Rückseite aus. So sieht der Rücken aus, der Spine. Und so sieht die DVD aus. Ja, freigegeben ab 18 Jahre. Soweit das Produkt als solches. Und jetzt ein paar Worte zum Film, ohne dass natürlich zu viel gespoilert ist, meine lieben Freunde und Freundinnen, und es sich für euch natürlich auch noch lohnt, den Film selbst anzuschauen. Ja, wie gesagt, Das Tier von Regisseur Joe Dante aus dem Jahre 1980, besser bekannt als The Howling vielleicht, gell? Dreht sich um Folgendes. Eine Journalistin namens Karen lockt einen Serienmörder namens Eddie, der in Los Angeles sein Unwesen treibt, in eine Falle. Gell? Dabei wird sie natürlich von der Polizei beobachtet und von ihren Kollegen aus dem Fernsehstudio. Gell? Denn sie ist ja eine investigative Reporterin. Gell? Wie gesagt, sie lockt den Serienmörder in eine Falle, also sie verabreden sich, sie geht dorthin. Der Mörder versucht natürlich, sie zu überwältigen und wird dabei von der Polizei erschossen. Die liebe Karen trägt ein Trauma von sich, sie hat Albträume, Flashbacks und so weiter, so dass der bekannte Fernsehpsychologe Dr. Wagner sie einlädt, bei ihm ins Sanatorium zu kommen, zusammen mit ihrem Mann, der auch Journalist ist und für dieselbe Fernsehstation arbeitet, gell? Sie gehen darauf ein, also die Karen und ihr Mann gehen in das Sanatorium, aber das Sanatorium entpuppt sich meiner Meinung nach eher als so eine Art Kommune, wo so in einem Wald, wo so vereinzelte Holzhäuser stehen. Also meiner Meinung nach ist das mehr eine Kommune als eine Heilanstalt oder dergleichen, gell? Ist meine Meinung. Und was ich noch sagen kann, ohne dass so viel gespoilert ist, alle Leute, die sich dort aufhalten, ja, sind Werwölfe. Und zwar keine von der gewöhnlichen Art, wie wir es vielleicht aus der Mythologie her kennen. Nein, diese Werwölfe können sich verwandeln, wann immer sie wollen. Unabhängig von der Tageszeit, vom Vollmond oder sonst etwas. Gell? Das kann man alles sagen, ohne dass so viel gespoilert ist. Was man noch sagen kann, gleichzeitig sind zwei Kollegen von Karen auch unterwegs. Sie recherchieren weiter zu dem Fall Eddie, also zu dem Serienmörder, und entdecken aber, dass die Leiche plötzlich verschwunden ist aus dem Leichenschauhaus. Denn auch dieser Eddie ist ein Werwolf. Gell? Das, meine lieben Freunde und Freundinnen, kann man alles sagen, ohne dass so viel gespoilert ist. Vertraut mir, der Film wird euch trotzdem noch Spaß machen. Ihr werdet trotzdem noch viel sehen
und viel zu entdecken haben. Ja? Ich habe wirklich nicht alles erzählt. Gell? Ja. Das Tier, The Howling aus dem Jahre 1980 von Joe Dante, der ja, glaube ich, auch für die Gremlins verantwortlich ist. Gell? Aber wenn ich da jetzt einen Blödsinn gelabert habe, dann korrigiert mich. Aber ich meine, Joe Dante hat doch, glaube ich, auch Gremlins gedreht. Gell? Bin mir jetzt aber gerade nicht so sicher. Gell? Falls ich mich täusche, korrigiert mich gerne. Ja, gut. Gell? Also das Tier oder The Howling. Meine Bewertung, meine Kritik. Also mir hat der Film Spaß gemacht, sehr viel Spaß gemacht. Die 80er Jahre kamen voll durch, auch schon allein vom Bild her, von den Schauspielern her, von der Story her. Das war eine straighte, leicht zu verstehende Story, ohne irgendwelches philosophisches Gelaber dazwischen oder irgendwas. Also eine einfach zu verstehende Geschichte. Also mir hat der Film sehr Spaß gemacht. Er ist ja an einigen Stellen brutal, auch gruselig. Gell? Die Handmade-Effekte, also die Special Effects, die sind auch von Rick Baker, gell? Der ja auch schon bei American Werewolf in London für die Effekte verantwortlich war. Gell? Und so kommt es auch in diesem Film zu einer spektakulären Verwandlungsszene von Mensch zu Werwolf, die aber im Gegensatz zu American Werewolf in London ja nicht ganz so ikonisch daherkommt, weil sie vielleicht doch so ein bisschen, ja, klingt jetzt komisch, aber etwas zu unreal, etwas zu gruselig gestaltet ist. Bei American Werewolf in London, da haben wir meiner Meinung nach eine Verwandlung von Mensch zu Wolf, ja, die, wenn man das jetzt mal so ein bisschen weiterspinnt, wahrscheinlich auch tatsächlich so ablaufen würde, gell, von dem, was mit dem Körper passiert. Und bei The Howling, da ist das noch so ein bisschen mehr überspitzt, so mit pulsierendem Kopf und so. Aber auch extrem gruselig, das war auch so mit einer der gruseligsten Szenen in dem Film. Aber die Verwandlungsszene in American Werewolf in London hat mir halt besser gefallen, gell? Ja, und wie gesagt, es sind halt eben die Werwölfe, sehen gut aus, aber sie sehen immer gleich aus. Sie haben vielleicht einmal eine andere Farbe, aber sehen immer gleich aus, würde ich sagen. Aber ist ja okay, denn es geht ja da um eine Community von Werwölfen. Gell? Ja, und wie gesagt, die 80er Jahre kamen voll durch. Mir hat es Spaß gemacht, hat mich an meine späte Kindheit erinnert. Ich bin ja erst 79 geboren. Das heißt, ich habe die 80er erst so 85, 86, wo man dann schon so ein bisschen mehr Hirn hatte. Gell? Da habe ich das dann erst so richtig mitbekommen. Und 89, da war ich 10, da habe ich ja dann auch schon meinen ersten Horrorfilm geschaut, Poltergeist, der erste. Gell? Und das heißt, ich kann mich also an die 80er noch so etwas erinnern, habe es also gerade noch so ein bisschen mitbekommen. Und da, als ich den Film gesehen habe, vom Bild her, so von dem Filmkorn und von allem drum und dran, da war ich wieder sofort der 10-jährige kleine Junge, der das Leben noch vor sich hat. Gell? Also es ist auch automatisch Nostalgie in mir hochgekommen, als ich das gesehen habe. Ja, und wie gesagt, die Story ist straight erzählt, ist einfach zu verstehen. Gell? An einigen Stellen gruselig, blutig. Werwölfe sind ja auch interessante Geschöpfe. Gell? Neben den Vampiren und Zombies die klassischen Horrorgestalten, gell, die niemals aussterben werden. Und wie gesagt, die Effekte sind auch von Rick Baker, ich glaube inzwischen sechsfacher Oscar-Preisträger, gell, wenn er noch lebt. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, gell, wenn er noch lebt. Und wie gesagt, also mir hat der Film, so wie er ist, rundum gefallen. Das Ende finde ich etwas unfreiwillig komisch. Leute, die den Film gesehen haben, die wissen jetzt vielleicht, worauf ich anspiele. Ich sage nur Werwolf und der sieht ein bisschen albern aus, ja. Ist aber nur meine Meinung, gell? Ja, gell? Und wie gesagt, das war meine Meinung zu Das Tier, The Howling von Joe Dante. Ja, irgendwie mache ich heute ein bisschen schneller als sonst, ich weiß, aber die Videos sind ja mehr oder weniger immer spontan und das kommt, wie es kommt, gell? Also, meine Bewertung zu The Howling, das Tier,
Ja, mir hat das Spaß gemacht und ihr wisst es ja, es ist ja nur meine Meinung, gell? Nicht mehr und nicht weniger. The Howling von Joe Dante aus dem Jahre 1980. 8 von 10 Punkten. Hat mir sehr Spaß gemacht. Die Werwölfe haben mir gefallen. Auch wie sie so, wenn sie so irgendwo durchbrechen und so, weil es halt eben Puppen sind oder Kostüme sind, kommt es einfach geiler und gruseliger rüber, als wenn das irgendwelche CGI Werwölfe wären, gell? Ist aber auch nur meine Meinung, gell? Alles hat seine Zeit, alles hat seine Berechtigung. Ich sage nichts gegen CGI, wenn es nicht zu übermäßig eingesetzt wird und halt eben auch gescheit eingesetzt wird. Habe ich ja nichts dagegen. Die ganzen Superheldenfilme, die ich ja sowieso nicht so mag, aber die wären ja ohne CGI alle gar nicht möglich, gell? Oder überhaupt fast jeder Film heutzutage wäre ja kaum noch möglich ohne CGI. Ich verteufel es nicht, aber ich bin ja nun mal nur einmal auch ein Kind der 80er, 90er und ich kenne halt eben auch noch Handmade-Filme, gell, mit Handmade-Effekten. Und hier haben wir mal wieder einen wirklich tollen, mit wirklich tollen Werwolf-Kostümen und auch sonstigen blutigen Effekten, gell. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich fand den Film spitze, 8 von 10 Punkten. Aber an American Werewolf in London kommt er nicht heran. American Werewolf in London ist immer noch in Sachen Werewolf-Film bisher für mich das Maß aller Dinge. Muss aber auch sagen, ich habe jetzt den gesehen, American Werewolf in London, aber jetzt nicht seitdem ich den Kanal betreibe, vorher schon, gell? Und dann habe ich auch einmal Bad Moon gesehen, hat mir auch sehr gut gefallen. Und einen von diesen Ginger Snap-Filmen. Gell? Aber da muss ich jetzt sagen, was das Thema Werwolf angeht, ist das bisher der zweitbeste. Also American Werewolf in London gefällt mir noch ein bisschen besser. Gell? Aber der ist auch nicht schlecht. Gell? Hier sind die Werwölfe halt wirklich schöne Monster und nicht so wie bei dieser Twilight-Saga. Ja, irgendwie, ich habe die Filme nicht gesehen, aber es sind auf alle Fälle sind die bestimmt nicht so wie in dem Film Twilight. Gell? Aber kann ich jetzt nichts zu sagen, habe ich nicht gesehen. Aber hier sind die Werwölfe noch richtig gescheite Monster, meine lieben Freunde und Freundinnen. Also mir hat der Film wirklich gut gefallen. 8 von 10 Punkte. Und noch einmal kurz die Story zusammengefasst, ohne dass so viel gespoilert ist. Ein Journalistenpärchen wird nach der Ermordung, der Erschießung eines Serienmörders von einem Psychologen, der fürs Fernsehen arbeitet, in sein Sanatorium eingeladen. Das Sanatorium ist in einem Wald mit mehreren Häusern. Es gibt auch Therapie und so weiter, aber es ist mehr eine Kommune. Und diese Kommune stellt sich heraus als Kommune von Werwölfen. Gell? Das kann man alles sagen. Vertraut mir, schaut euch den Film an. Ihr werdet noch viel sehen, das ich nicht erwähnt habe. Also mir hat der Film Spaß gemacht. 8 von 10 Punkten. Aber American Werewolf in London ist für mich immer noch, was die Werwolf-Filme angeht, das Maß aller Dinge, gell? Ja. Gehuste, wie ihr es von mir kennt, das gehört dazu, gell? Lederchens Hustkiste. Oh je. Billiger, dummer Gag zum Schluss. Okay. Also, 8 von 10 Punkte, gell? Meine Meinung zu dem Film Das Tier, The Howling. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, meine lieben Freunde und Freundinnen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas die Zeit vertreiben. Wenn dem so gewesen sein sollte, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Würde mich freuen. Ansonsten sage ich, wir sehen und hören uns zum nächsten Video wieder, gell? Bis dahin verabschiede ich mich von euch und sage Tschüss, bis dann. Ciao. Tschüss.